Herzlich willkommen zu einem neuen Video über historische Wertpapiere. Heute möchte ich den HSTM-Index vorstellen. Der HSTM, Historic Stocks Market Index, berechnet die Wertentwicklung von 100 ausgewählten historischen Wertpapieren. Der Index wird seit 2012 ermittelt, und zwar ermitteln wir den zusammen mit der Scripo West AG von Volker Malik. Ausgangspunkt war ein Indexstand von 100 Punkte. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Index. Er hat sich in dieser Zeit von 100 auf etwa 125 Punkte entwickelt, also knapp ein Zuwachs von knapp 25%. Was steckt nun hinter diesem Index? Die Idee war erstmal, wie können wir die Wertentwicklung von historischen Wertpapieren sichtbar machen? Und da standen wir eigentlich vor zwei Problemen. Das eine ist, dass eigentlich die Wertentwicklung vor allem bei den seltenen Stücken stattfindet. Allerdings verschwinden diese seltenen Stücke sehr häufig in Museen, in Sammlungen und werden kein zweites Mal angeboten. Wenn es keinen zweiten Preis gibt, können wir aber auch keine Wertentwicklung feststellen. Umgedreht, die Stücke, die sehr häufig angeboten werden, haben den Makel, dass die Wertentwicklung eben nicht entsprechend ist, weil sie sehr häufig verfügbar sind. Also die Wertentwicklung findet vor allem bei den seltenen Stücken statt. Wir haben uns jetzt für einen Mittelweg entschieden. Wir haben 100 Wertpapiere ausgewählt, die bedeutend, bekannt sind, aus verschiedenen Branchen sind, aber die nicht sehr häufig sind. Sie sind also in der Regel zwischen 10 und 25 Mal verfügbar. Und über diesen Mittelweg können wir eben eine Wertentwicklung des Sammelgebietes darstellen. Ich nehme jetzt mal einige Beispiele her und blende die mal ein, damit wir sehen können, welche Stücke das in diesem Index enthalten sind. Hier ist zum Beispiel als eines der ersten Stücke die Compagnie Anglo-Française des Champs-Élysées enthalten. Das war eine in den 1850er Jahren gegründete Gesellschaft, um die französische Prachtstraße in Champs-Élysées zu entwickeln und zu finanzieren. Interessant, es war eine Gesellschaft, die sowohl von Engländern als auch den Franzosen finanziert worden ist. Also schon zu dieser frühen Zeit gab es sowas wie Globalisierung oder einen globalen Kapitalmarkt. Und wenn wir uns das Stück anschauen, ist es wunderbar gestaltet. Es ist ein wahres Kunstwerk. Und ja, wunderschönes Stück, bedeutend alt, hat Geschichte zu erzählen. Beim zweiten, im Kontrast, ist es ein modernes Papier von 1958. Aber eine hochbedeutende Firma, nämlich die Boeing Airplane Company, also der berühmte amerikanische Flugzeughersteller. Es ist wie klassischerweise amerikanische Anleihen gestaltet, hochformatig, mit Stahlstich und ja, etwas schlichter gehalten, mit viel Anleihentext drauf. Als drittes Beispiel für die im Index enthaltenen Wertpapiere habe ich jetzt die Aktie des Suezkanals. Wiederum ein Stück, diesmal aus den 1930ern, dekorativ gestaltet, man sieht viele ägyptische Motive drauf und eines der Stücke, um auch Afrika abzudecken. Dann kommen wir zu einem Papier, was im Index drin ist. Es ist die Fabrica de Fayancas de Caldas Reina. Das ist das wohl mit Abstand schönste Wertpapier, das je gedruckt worden ist. Die Aktie wurde 1884 herausgegeben und wenn man anschaut, in welcher ja, künstlerischen Qualität das Papier hergestellt worden ist, das war eine Porzellanfabrik in Portugal, wunderschön, ein traumhaftes Papier und muss natürlich als das schönste Wertpapier, das verfügbar ist, auch im Index enthalten sein. Und als letztes noch ein Stück aus Spanien und zwar in diesem Fall die Real Compañía de San Fernando de Sevilla. Alte, frühe Kolonialgesellschaft, 1748 wurde die Aktie bereits ausgegeben, auf Pergament gedruckt, wunderschön gestaltet, ja, einfach ein wahres Kunstwerk. Und da sieht man einfach mal die gesamte Breite an Wertpapieren, was es im Prinzip im Markt gibt, was verfügbar ist. Und das Ganze wollten wir auch wollen wir in diesem Index abbilden. Und wir haben da noch einen Schritt weiter gemacht, können wir gleich mal einblenden. Wir haben für jedes einzelne Wertpapier auch eine Preisentwicklung dargelegt. Das heißt, für die letzten 8 Jahre kann man alle auf öffentlichen Auktionen erzielten Zuschlagspreise für ein einzelnes Wertpapier nachvollziehen.
Und über diesen Schritt wollen wir einfach bei diesen Indexpapieren auch eine gewisse Transparenz reinbringen und demjenigen, der sich dafür interessiert, auch zeigen, was ein reeller Wert von so einem Stück ist. Weil das ist ja eine der häufigsten Fragen, die eben kommt, wenn jemand ein Wertpapier sieht. Woher weiß ich, ist es häufig, ist es, oder woher weiß ich, ob es den Preis wert ist, ob es günstig ist oder eher teuer ist, oder ob ich zu viel zahle oder ob es ein Schnäppchen jetzt ist. Und mit dem Index, mit diesen 100 einzelnen Indizes, die wir drunter legen, oder die einzelnen Preisverläufe, wollen wir eben dieses Vertrauen und diese Transparenz reinbringen. So, das war's soweit von meiner Seite zum Index. Jetzt einfach am besten mal auf die Seite gehen, www.hsdm-index.de. Einfach mal durchstöbern, mal anschauen. Sind viele tolle, interessante Wertpapiere dabei. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.